hat. Zwei Tage später, das war klar, musste beim Gastspiel in Iserlohn deutlich mehr von den Adlern kommen. Ja, da wissen wir natürlich auch, was auf uns zukommt. Gerade für die Jungs, die schon Jahre in der Liga sind. Wir nehmen uns da auch wie immer dasselbe vor in Iserlohn. Uns geht das erste Drittel zu überstehen ohne Strafen. Was dann im Endeffekt rauskommt, weiß man nie, weil so viele Einflüsse da sind. Aber Top-Spiel würde ich definitiv sagen. Iserlohn hat sich gefestigt dieses Jahr und das bestätigt, was sie letztes Jahr gezeigt haben. Von daher sind da schon zwei sehr gute Mannschaften am Werk. Sie überstanden das erste Drittel zwar nicht ohne Strafzeiten, aber sie kassierten kein Gegentor. Im zweiten Abschnitt ging Mannheim dann völlig verdient in Führung durch Andrew Chutry. Keine 48 Stunden nach dem schwachen Auftritt gegen den Tabellenletzten aus Krefeld zeigten die Adler im Sauerland ein völlig anderes Gesicht. Vor dem Spiel, wir sprechen, das ist ein Playoff-Spiel. Und zusammen, die ganze Mannschaft war bereit. Und ja, es ist Playoff-Atmosphäre. Und dieser Atmosphäre waren die Unparteiischen kaum gewachsen, die deutlich mehr Strafen an die Adler verteilten. Eine führte prompt zum 1:1-Ausgleich. In dieser Hinsicht war es wie immer bei den Roosters. Nur dieses Mal ließen sich die Adler von der Hektik nicht anstecken und kamen in einem richtig guten Eishockeyspiel schnell zurück. Bei eigener Überzahl stellte Kai Hospelt den alten Abstand wieder her. Es war eins von nur zwei Powerplays für Mannheim. Der Schuss von Hospelt äußerst sehenswert, ebenso wie die Vorarbeit von Sinan Akdar, der zu Beginn der Saison auch wegen Schulterproblemen weit von seiner Bestform entfernt war, diese mittlerweile aber wieder erreicht hat. Schade für Mannheim, weil sie insgesamt die bessere Mannschaft waren, dass es nicht zu einem Dreier langte. Denn die Roosters nutzten ihre siebte Überzahl zum Ausgleich. Immerhin sorgte Jamie Tardif noch für den Extrapunkt. Im Penalty-Schießen war der 30-jährige Kanadier der Einzige, der die Scheibe ins Tor brachte. Damit gingen die Adler nach einem hochklassigen Match als verdienter Sieger vom Eis. Ja, ich glaube, wir haben eine viel Energie. Fokus und hart arbeiten, zusammen, von der Beginning, von der Ende des Spiels. Und es war sehr wichtig für uns, für gewinnen da. Nur zwei Punkte, aber eine schwierige Atmosphäre in Iserlohn und ein gutes Gewinnen für uns. Und weil Gewinnen immer noch das Schönste ist, war die Stimmung im Training am Dienstag bestens. Gell, Herr Metropolit?